Die Industriellenvereinigung Niederösterreich lud zum traditionellen Sommerausklang auf Schloss Lübereck, wo rund 600 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie, Medien und Gesellschaft zusammenkamen. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Nationalratswahl und der aktuellen Herausforderungen für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Österreich. Sommerausklang der Industriellenvereinigung auf Schloss Lübereck an der Donau. Gesehen ist es schon relevant und wichtig, wie diese Wahl am 29. September ausgeht und vor allem mit welcher Regierungskonstellation dieses Land die nächsten 5 Jahre beschreitet. Es muss die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie wiederhergestellt werden, das heißt die Kosten reduziert werden. Daher ganz klarer Auftrag an die zukünftige Bundesregierung, Lohnnebenkostensenkung, selbstverständlich keine neuen Steuern und Belastungen. Den Industriestandort Niederösterreich oder Österreich an die absolute Nummer 1 stellt, aller Prioritäten, weil wir massiv unter Druck sind, vor allem durch die gestiegenen Lohnstückkosten, das heißt Energie und Faktor Arbeit ist massiv gestiegen. Wir haben ein Leistungsproblem im Land, wir haben ein Problem mit der überbordeten Bürokratie aus Brüssel und diese Themen müssen sofort nach der Wahl angegangen werden. Ich bin sehr überzeugt davon, dass es sich auch durchsprechen wird, dass wir jetzt mehr für die Wirtschaft und die Industrie tun müssen. Den Wirtschaftsstandort Europa können wir nur erhalten, wenn wir auch die Hürden, die es nach wie vor gibt, am Binnenmarkt ausräumen. Und ich sage Ihnen, ich will auch weiterhin eine starke Industrie. Und eine starke Industrie braucht auch optimale Rahmenbedingungen. Ja, die Industrie ist immer ein guter Motor für die Innovation und Forschung, aber vor allem auch immer wieder ein verlässlicher Arbeitgeber. Allein in Niederösterreich sind etwa 180.000 Menschen in der Industrie beschäftigt. Unsere Lohnstückkosten sind sehr hoch, die Lohnnebenkosten sind hoch, die Energiepreise sind auch noch nicht da, wo sie sollten. Darunter leiden wir sehr. Auch wir kämpfen mit sehr herausfordernden Zeiten. Die Konjunktur in unserer Branche, also der Glasindustrie, Verpackungsglas, ist europaweit stark auf der Talfahrt. Forderungen für die neue Regierung ist relativ klar. Da gibt es eine riesige Latte an Maßnahmen und die dulden keinen Aufschub. Was braucht die Industrie? Was gehört als erstes gemacht? Also wir müssen die Bürokratie im Land wieder abbauen. Seit Jahren leiden unsere Betriebe unter den überbordenden Vorschriften und das gehört auf jeden Fall weg, schnell. Sie sind mit Ihrem Mann unterwegs. Wie oft sehen Sie denn Ihren Mann überhaupt momentan noch? Ich bin so froh, dass Sie mich diese Frage fragen, weil die fragt mich keiner. Ich sehe meinen Mann momentan ganz, ganz selten. Aber ich habe das Glück, dass er immer wieder am Abend zu Hause ist. Das Wichtigste ist für mich, er ist glücklich in seiner Position, man sieht es. Er möchte schaffen, er möchte kreieren.